Hi, ich bin die Ina und ich bin Bikini-Athletin bzw. Newcomerin und bin 3 weeks out, also heißt in 3 Wochen ist mein erster Wettkampf und heute fahren wir zum Formcheck nach Bochum zu meinem Coach, dem Kevin, und dann nehme ich euch mit. Kleiner Fun Fact zu meiner Sonnenbrille, die hat ungefähr gar keinen UV-Schutz, aber die sind Vibe, oder? Mama, hast du schon gewartet auf den Kofferraum? So, Ina, wo geht's genau hin? Wie lange fahren wir denn noch? Wir fahren nach Bochum. Wir fahren noch laut Navi 1 Stunde und 20 Minuten. 1 Stunde 20 Minuten. Und ja. In Bochum, da treffen wir dann auf den Kevin, oder wie? Ja, auf den Kevin und auf ein paar andere Athleten wahrscheinlich. Wahrscheinlich können wir da auch ein bisschen von zeigen. Und ja, sind alles ganz liebe Menschen. Und ich hoffe, dass wir da so ein bisschen mitfilmen können und ihr auch die so ein bisschen kennenlernen könnt. Okay, das heißt, wir werden heute noch auf andere Athleten treffen und da mal schauen, wie die so drauf sind. Yes, genau. Aber größtenteils männlich habe ich so durchgehört. Ja, also ich bin da irgendwie meistens die einzige Frau, was mich jetzt nicht sonderlich stört, aber zwischen den ganzen Berechern bin ich mal auch so ein bisschen ein kleiner Hemdling. Aber ja. Ist okay. Competition everywhere. So, wir sind in 10 Minuten da, wie ich gerade gesehen habe. Dann geht's los. Wie sieht denn das aus? Gehen wir da jetzt gleich quasi ein Fitnessstudio oder ist das eine Sporthalle? Also ich kann dir sagen, wie das aussieht. Ich gehe gleich erstmal aufs Klo. Ich mache mir gleich in die Hose. Da schließe ich mich an. Ja. Ich muss auch ganz dringend. Wir sind nämlich irgendwie Landstraße gefahren. Mein Plan war, auf der normalen Strecke kommt nämlich immer eine Tankstelle und so. Und da dachte ich, kannst du mal schön auf der Raststätte noch pinkeln gehen. Die kam natürlich dementsprechend nicht. Also habe ich meinen Monster Energy abgepumpt und bin muss jetzt einfach noch auf Klo. Weiter geht's. Also wir sind jetzt da und ich muss jetzt aufs Klo. Also, wir waren jetzt hier zum Formcheck in Bochum beim Kevin. Da bist du der Coach. Wie sieht's aus? Ja. Wir haben noch 3 Wochen bis zum Wettkampf, bis zum ersten Wettkampf. Danach folgen nochmal 3 weitere. Ja, also erstmal noch 2 weitere. Ja, wir gehen von 3 aus. Und 3 vielleicht. 2 Wochen-Takt. Und Ziel ist natürlich, der letzte Wettkampf die Deutschen mitzunehmen. Also sich auf der NRW dafür zu qualifizieren. Jetzt gucken wir mal, die Form ist 3 Wochen vom ersten Wettkampf. Was ich bisher auf Bildern und Videos gesehen habe, davor sah schon sehr gut aus. Und lassen wir uns überraschen, wie das ganze live aussieht. Genau. Und ich bin nicht alleine zum Formcheck hier gewesen. So, ich bin der Marcel, ich bin seit 2017 im Herbst schon bei Kevin. Wir haben schon die eine oder andere Meisterschaft gemacht. Ich bin 31 Jahre alt, jetzt gerade sind wir in der Vorbereitung auch. Wir wollen in 3 Wochen in Luxemburg starten, da fahren wir noch einen Wettkampf in Wuppertal, als Probelauf sozusagen. Und in Luxemburg geht es dann für mich um die Profikarte, der Elite Pro. Mal schauen, ob wir es schaffen. Das Ziel ist auf jeden Fall gesetzt. Ich denke, das Potenzial ist da. Ja, und sonst, was kann ich über mich erzählen? Wir haben schon einen oder anderen Titel geholt. Wir waren NRW-Landesmeister, wir waren Deutschlandmeister schon. Wir waren Rheinland-Pfalz-Meister. Dann habe ich davor noch ein paar Wettkämpfe gemacht. Da habe ich in Luxemburg einen Wettkampf gewonnen bei der NAC. Ich war schon in Frankreich auf Top de Colmar, ein sehr großer Amateurwettkampf. Wir haben ein paar viele andere Wettkämpfe. Westdeutscher Vizemeister war ich, aber ich kann das alles gar nicht erzählen. Sehr viel, ja. Das wird sehr gut auf jeden Fall. Ja, und das so viel zu heute. Da könnt ihr alles gerne verfolgen und auch bei den beiden gerne verfolgen. Ja.
und das war's. Cool. Ja, wir haben hier schon voll die Freundschaften geschlossen. Ja. Und was geht dann zu Hause? Wird dann noch trainiert? Oder nee, ich habe heute Rest-Day. Ich mache jetzt noch 30 Minuten Cardio und dann bin ich fertig, weil ich habe heute Morgen schon eine Stunde gemacht. Was für ein Cardio? Und gegessen wird zu Hause oder noch unterwegs? Jetzt gleich im Auto und okay. Dann nochmal zu Hause. Genau. Meal Prep. Ciao. Überlegt, dass wir hier noch essen, unter diesem Riesenzahn. Den ganzen Mal auf den Zahn fühlen. Ich habe keine Ahnung, ob der ein Zahn ist, aber wir werden den jetzt auf den Zahn fühlen oder so. Auf den Zahn fühlen. Genau. Also, ich habe jetzt hier einmal kaltes Rinderfetter mit Gemüse, aber trotzdem sehr lecker. Die Mama, die isst so einen geilen Riegel von Kloses. Natürlich mein Koko. Sehr, sehr lecker. Darf ich leider nicht essen, aber schmeckt gut, oder? Sehr lecker. Jetzt geht's auf den Heimweg, Leute. Also, wir sind jetzt wieder hier gelandet von Bochum. Ich hoffe, der Formcheck hat euch gefallen und ich habe mir vorgenommen, euch jetzt öfter mal mitzunehmen. Einfach damit ihr diesen ganzen Wettkampfwahn so ein bisschen näher mitbekommt. Und das ist ja doch sehr viel vom Pensum, sehr viel Info, sehr viel Input für euch. Und ich selber gucke auch immer gerne solche Videos und schaue mir an, was die Leute so machen. Und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich euch gerade jetzt in den nächsten 3 Wochen ein bisschen mehr mit, zeige euch alles ein bisschen. Und ja. Das ist mein Plan. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf, euch mitzunehmen. Und so, here we are. 3 weeks out.